Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Es gab neue Informationen zum Update, das übermorgen, also am 18. März, erscheinen wird. Und die wollte ich direkt mit euch teilen. Also starten wir auch direkt mal mit dem Video. Let's go! Zunächst einmal das Offensichtliche, was wir alles bereits schon wissen. Und zwar kommen die Sanrio-Bewohner wieder. Ab dem 18. März, also ab übermorgen, können wir sie einscannen. Die Karten sind aber erst ab Ende März erhältlich. Falls ihr aber die Karten schon vorher gekauft hattet, die waren ja vor ein paar Jahren schon mal zum Verkauf im Laden, ich habe sie daher auch schon, könnt ihr sie ab übermorgen einscannen. Wenn ihr sie dann auf eurem Campingplatz einladet und wenn ihr sie dreimal eingeladen habt und ihnen ihre Wünsche erfüllt habt, habt ihr die Möglichkeit, sie auch auf eure Insel permanent zu holen. Und wenn ihr das geschafft habt, habt ihr Zugriff auf deren Möbel und die sind ziemlich cool und seht ihr wahrscheinlich auch gerade hier, ich blende sie euch ein. Und ja, das ist das, was wir schon wussten. Jetzt kommt aber noch mehr, was wir noch nicht wussten. Und zwar wird die Design-App aktualisiert und wir können uns zwei Neuerungen über das Nook-Terminal runterladen. Die erste Neuerung ist die Profi-Edition Plus. Mit der können wir neue Designs machen und zwar Schirme, Fächer, Fahnen und diese Fototrennwände, wo in der Mitte so ein Loch ist, wo man seinen Kopf durchstecken kann. Und das gab es in New Leaf und kommt jetzt wieder. Wird, glaube ich, mega cool. Ich glaube, die Animal Crossing Community wird wieder sehr coole Sachen damit machen. Ich freue mich vor allen Dingen auf diese Fotowand. Das wird, glaube ich, sehr nice. Zusätzlich hat man 100 zusätzliche neue Speicherplätze, 50 für eigene Designs und 50 für Profi-Designs. Also, ich glaube, das heißt, ich bin mir selbst nicht sicher, dass wir 50 neue Designplätze bekommen für zum Beispiel Bodendesigns und so weiter. Wir haben ja aktuell 50, das heißt insgesamt 100 Designs und Leute, das ist das, was wir uns gewünscht haben. Mehr Designspeicherplätze. Ich bin gerade richtig geflasht, dass das kommen wird. Und dann die zweite Neuerung, das war es nämlich noch nicht. Die zweite Neuerung ist, dass man jetzt von überall auf das Design-Terminal zugreifen kann. Man muss nicht mehr in die Schneiderei rennen. Man kann sich das auch beim Nook-Terminal kaufen und kann dann vom Handy aus, also vom Nook-Phone aus, sich Designs runterladen und hochladen. Und das ist auch einfach Quality of Life Change. I love it. Ich liebe es so sehr. Das macht das ganze Update für mich irgendwie 1000 Mal besser. Auch wenn wir uns alle ein Jubiläums-Update gewünscht haben, ist das Update. Und zum Jubiläum gibt es leider nur eine kleine Torte mit einer 1 drauf zum Jahrestag von Animal Crossing. Aber diese Torte ist mega cute und ja, auch ganz schön anzusehen. Aber leider gibt es jetzt kein krasses Jubiläums-Update mit krass vielen neuen Neuerungen. Sowas wie Turtle oder mehr Läden oder so weiter. Da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen gedulden. Natürlich gibt es wie in jedem Update auch ein paar neue saisonale Gegenstände, die neu dazukommen. Wir haben hier im ersten Bild ein Pupskissen. Ja, ein Pupskissen. Das war auf jeden Fall das Item, was wir gebraucht haben. Dankeschön, Nintendo. Ich habe mir schon so lange ein Pupskissen gewünscht und endlich gibt es das in Animal Crossing New Horizons. Ich bin richtig happy. Nein, Spaß beiseite. Ist vielleicht ganz funny, aber ja, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Dann gibt es das Abschlussballkleid und ein paar neue Gegenstände, die ihr hier in diesem Bild seht. Und ein Forsitenbaum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der sieht ganz cute aus. Mehr Pflanzen. Dafür bin ich immer zu haben. Und dann noch diesen coolen Globus, den man zum Tag der Natur bekommen kann, vom 15. bis zum 22. April. Die anderen Daten, wann man die Items bekommt, werde ich euch einblenden oder habe ich euch bereits eingeblendet. Für Nintendo Switch Online-Mitglieder gibt es diesen Teppich, den gab es glaube ich schon mal, aber diesmal wird er in 4 verschiedenen Farben angeboten, also alle Nintendo Switch Online-Mitglieder können sich das herunterladen. Und ja, Leute, das ist das, was mich wirklich jetzt ein bisschen vom Hocker gehauen hat. Und zwar, Häschentag kommt wieder, das war schon klar. Aber es wird wahrscheinlich im gleichen Ausmaß wieder da sein wie letztes Jahr. Das Gute aber ist, es gibt ein paar neue Items, wie es scheint. Und zwar sieht man das hier auf dem Bild schon. Und ja, Häschentag wird ab dem 28. März wieder auf eurer Insel stattfinden. Man kann die Eier suchen und Gegenstände basteln. Und es wird am 4. April dann da sein und da kann man das gegen weitere Belohnungen eintauschen. Und ja, das war der Häschentag für 2021. Ich bin gespannt. Aber stellt euch darauf ein, dass wir das gleiche haben werden vom Gameplay her wie letztes Jahr. Das Ganze war es noch nicht. Und zwar wird die Nook Link App aktualisiert. Die kann man auf dem Handy runterladen und verbinden. Da kann man sich wohl irgendwie täglich Punkte
abholen, wenn man einfach nur die Nuklink-App öffnet. Und mit diesen Punkten kann man Items bekommen oder Items eintauschen für das Spiel. Also sollte man da auch möglichst oft vorbeischauen, um diese Items zu bekommen. Hier in dem einen Bild sieht man ein Nuklink-Poster. Sieht ganz cute aus und vielleicht ist es noch so ein kleines Gimmick, was zusätzlich dazukommen wird. Und die letzte Neuerung ist der Animal Crossing New Horizons Inselpräsentator. Ihr könnt mit euren Videos und Fotos, die ihr gemacht habt auf der Switch, die auf euer Smartgerät hochladen und dort könnt ihr mit dem Inselpräsentator-Tool so eine kleine Postkarte oder so ein kleines Bild von eurer Insel basteln, um einfach anderen Leuten eure Insel zu zeigen und sie zu präsentieren. Es sieht ganz cool aus, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird und werde definitiv demnächst noch mehr darüber berichten. So, das war's hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war hier ziemlich spontan. Bin ein bisschen im Gammel-Look, aber ich dachte, ich nehme das Video trotzdem mal für euch auf. Ich streame übrigens fast täglich auf Twitch. Schaut auch gerne mal vorbei. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!